übrigens top die Gespräche. Gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Jetzt müsst ihr eigentlich die Aufzeichnung haben. Und zwar gehen wir auf diese 32 Perspektiven nochmal ein und dann sprechen wir gleich einmal die 64 Perspektiven an. Und zwar sind es Kleinigkeiten, wo man wirklich das die Grundlagen verstanden haben muss von dem Kantenspiegel. Dazu übertrage ich jetzt einmal das Bild. Dann beginnen. Jetzt müssen wir das Bild haben und zwar machen wir jetzt erst einmal den ersten kleinen Schritt. Ich habe jetzt da schon ein paar Bilder hergesucht. Das sind also solche klassische Bilder. Du stellst dir jetzt ganz einfach vor, ich weiß, den Redo-Bewusstsein muss ich das nicht erklären, wenn wir zwei Spiegel von oben sehen, einen 90-Grad-Winkel nebeneinander stellen, nenne ich das einen sogenannten Kantenspiegel. Der Kantenspiegel ist praktisch hier, hat die Eigenart, wenn ich von hier aus in diesen Spiegel, in diesen Kantenspiegel reinschaue, genau in die Mitte, das ist so, wie wenn ich in einen normalen Spiegel reinschaue, bloß dass ich nicht spiegelverkehrt bin. Genau. Das haben wir ja schon vor vielen Jahren hier und jetzt ausgedacht, in vielen Wiederholungen, Chin und He, durchgekaut. Die Eigenart ist, dass es in Wirklichkeit keine Tiefe gibt, was wir räumliche Tiefe nennen, sondern die Bilder in deinem Kopf immer flach sind, erscheint dieser Kantenspiegel wie ein normaler Spiegel. Ich mache hier mal, wo diese Strichlinie ist. Ja. Und hat aber die Eigenart, dass wenn ich jetzt hier stehe und in diesen Spiegel reinschaue, sehe ich mich wie in einem normalen Spiegel, bloß nicht spiegelverkehrt. Ja. Im Gegensatz zur normalen Spiegel. Ja. Das Ganze führt uns jetzt hier im Aufbau. Und jetzt mache ich das nächste Bild. Ich greife jetzt auf dieses Bild hier zurück. Das ist jetzt sehr, sehr verwirrend, weil das spiegelt sich dann hoch. Wir haben jetzt praktisch hier ein Glas stehen vor dem Kanten. Das wäre jetzt der Kantenspiegel. Diese Kante wäre dieser Kantenspiegel. Jetzt ist ja natürlich, steht ja mittendrin, aber das können wir jetzt auch zurückziehen. Wenn ich dieses Glas zurückziehe, dann wird dieses Glas zurückweichen, weil letztendlich hier diese Nulllinie, hier in dieser Achse, wo ich mit der Maus drüber fahre, das wäre jetzt, erscheint mir praktisch als Spiegelmittelpunkt. Das heißt, wenn ich hier 10 cm weg bin, erscheint es hier 10 cm dahinter, wo das, diese Kante, diese zwei wären jetzt der Kantenspiegel. Ja, okay. Genau. Interessant ist, wenn du jetzt direkt reinschaust, dass du diese zwei Gläser gar nicht siehst. Du hast vor dir mit einem Kantenspiegel einen ganz normalen Spiegel. Du hast einen ganz normalen Spiegel vor dir, der nur praktisch das Bild nicht spiegelverkehrt zeigt. Das ist einmal das Erste, was man wissen muss. Was jetzt hier eigentlich das ist, worauf ich hinweisen will. Du wirst gleich merken, dass das sehr, sehr tief ist. Sorry, das will ich nochmal, dass erst diese zwei Bilder, die sind jetzt praktisch hier, diese zwei Ecken, das wären unsere zwei Spiegel. Ja. Ich stelle ein Glas rein, wenn ich direkt nach vorne schaue, sehe ich mich gespiegelt, bloß nicht spiegelverkehrt. Ich kann aber auch jetzt meinen Blickwinkel verändern, wenn ich jetzt der Zuschauer des Glas wäre, dann sehe ich mich hier spiegelverkehrt, weil ich schaue in einen normalen Spiegel rein. Und ich sehe mich hier spiegelverkehrt, weil ich hier auch in einen normalen Spiegel reinschaue. Und wenn ich genau geradeaus schaue, sehe ich mir gegenüberstehend wie in einem normalen Spiegel, bloß nicht spiegelverkehrt. Kann man ganz toll ausprobieren, wenn man das aufbaut. Ja. Interessant ist es hier, da steht jetzt eine kleine 3 und auf dieser inneren Seite wäre die 1. Mhm. Das heißt, ich habe mir gegenüber die 1 mhm. und zwar nicht spiegelverkehrt, ja. wenn da die 1 ist. Ja. Und dahinter dann die 3. Und diese zwei Seitenspiegel sind die 2 und die 4. Weil ich jetzt hier diese Seiten dann hier natürlich etwas verzerrt, die 2 und die 4 stehen habe. Sehe ich das? Ja. Das ist jetzt hier praktisch steht die 2, die sich hier in dem Spiegel spiegelt. Genau. Das ist ja ein Spiegel. Und wenn ich da die 2 habe, habe ich hier die 2 Spiegel verkehrt. Der hat jetzt das Spiegel gemacht. Und wenn ich hier die 4 stehen habe, habe ich hier die 4 Spiegel verkehrt. Das in der Nullachse habe ich die 1 und die 3. Das ist praktisch der Geist und die Trinität. Also die Synthese G3 Gimmel. Und das sind die zwei Seiten. Das führt dich zwangsläufig, wenn dich erinnerst, in unserem letzten Selbstgespräch zu dem hier. Genau. Rechts und links ist 2 und 4. Die 1 und die 3 existieren theoretisch nicht, weil der Geist und die Synthese ja das auflösen. Genau. Gut,
Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Jetzt tun wir den Kannenspiegel noch mal etwas weitermachen. Du wirst gleich merken, das ist diese alte Aufnahme, wo ich ja mal gemacht habe, um den Kannenspiegel zu demonstrieren. Das lassen wir jetzt einmal schnell laufen. Das wäre jetzt das Ding von oben. Was hier die Eigenart ist, dass ich jetzt hier nicht nur ein Lämpchen reinstelle, sondern unser Tetramaton, das steht praktisch für J, JH, das wäre jetzt der Pyramidenwert von JHWH. Genau. Du musst dir vorstellen, das ist J, das ist JH, das ist JHW, das ist JHWH. Dieses Tetragrammaton. Ich weise mir hier darauf hin, das ist sehr schwer, wenn man das jetzt so schnell aufbaut. Normalerweise müsst ihr auf einen Millimeter, müssten die Lämpchen hier genau exakt von der Nulllinie sein. Und die Schwierigkeit ist, beim Glas hast du halt immer noch das Glas auf der eigentlichen spiegelnden Oberfläche. Wenn das jetzt ein Oberflächenspiegel wäre, können wir das lückenlos machen. Und ich sage auch immer wieder, die Kante in dem Kantenspiegel, hier diese Kante, die du siehst, wenn das Oberflächenspiegel sind, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, kannst du ein Ding zusammenbauen, dass du die Kante überhaupt nicht siehst. Ja. Das heißt, wenn du in den Kantenspiegel reinschaust, schaust du wirklich in einen normalen Spiegel rein, wo du dich gegenüberstehend siehst, bloß dass dein Spiegelbild nicht spiegelverkehrt ist. Und jetzt drehen wir das einmal ein bisschen. Wir wissen das ja, haben wir ja zigfach durchgespielt. Das ist jetzt von oben. Und jetzt kriegen wir hier schon diesen eigenartigen Aufbau. Und jetzt ist das Erste, was mir wichtig ist, dass wir jetzt das flächig sehen. Das heißt hier, wenn wir immer reinschauen, haben wir immer definitiv ein Quadrat mit einer Diagonale. Und diese Diagonale, normalerweise, egal wie wir das jetzt sehen, haben wir zwei Spiegel. Ich springe dann nochmal ganz kurz zurück in dieses Bild. Wir haben zwei Spiegel mit der Diagonale und dann gespiegelt. Das heißt, dieser Aufbau, den ich jetzt gemacht habe, wo hier die Lämpchen drin stehen, können wir sagen, das ist intern. Genau. Das ist der zugehörende extern. Ja. Ich könnte jetzt auch immer wieder sagen, das ist hinter dem Spiegel, hinter dem imaginären Nullpunktlinienspiegel und das ist vorm Spiegel. Das wäre jetzt praktisch, das wärst du, wenn du dich hinstellst und du siehst dich dann hier gegenüber nicht spiegelverkehrt. Darum nenne ich das immer, das ist intern und das ist extern und diese Nulllinie ist eltern. Ja. Weil terni auf Lateinisch heißt drei. Wir haben innere drei, die äußeren drei und diese Diagonale des Auseinandergeschmissenen, ganz wichtig, die Öffnung, wenn man es blau schreibt, heißt es, die Öffnung ist immer eine intellektuelle Schöpfung und eine intellektuelle Schöpfung ist immer eine Gedankenwelt. Genau. Und Eltern, können wir sagen, das ist die Gottlinie, die Nulllinie. Jetzt machen wir natürlich noch eine Linie rein und jetzt ist das Spiel, würde ich jetzt hier unsichtbar in einem gewissen Maß in dem Spiegel sein und ich würde in den Spiegel reinschauen, dann sehe ich ja, wenn ich unsichtbar wäre, nur schauen könnte, würde ich hinter mir in dem Spiegel, wenn ich hier rausschaue, hinter mir praktisch den Spiegel in dem Spiegel sehen. Ja. So, und jetzt machen wir doch mal weiter. Und jetzt passiert dieses Eigenartige, wenn wir den kippen, dass wir hier Kugel erzeugen können. Ja, genau. Ich kippe jetzt praktisch das Eltern, verende ich den Winkel. Mhm. Und was ich hier immer wieder dazu sage, was jetzt hier, wenn schade ist, ich drehe mich jetzt um den Spiegel und jetzt kommt dieses Phänomen, dass dieser Spiegel hier, das ist der, den ich kippe, das ist den Winkel. Ja. Wenn ich den nach außen kippe, biegt sich das Ding, gibt es eine gekrümmte Kugel, würde ich das jetzt nach innen kippen. Und diese Krümmung der Kugel passiert, dass immer jedes dieser Quadrate über die Diagonale geknickt wird, wenn du genau hinschaust. Okay. Das ist jetzt der Winkel, den ich öffne. Und wir schauen jetzt, ich drehe mich jetzt praktisch und wir schauen hier in diesen Eltern rein und du siehst innen, in dem Eltern ja, was innen ist. Mhm. Was jetzt hier klar sein sollte, wenn die Lämpchen gut stehen, diese Reihen, die sind absolut parallel, wenn man das richtig sauber aufbaut. Schau, du merkst jetzt, es krümmt. Wir haben hier eigentlich schon in dem Dreieck ist diese Illusion an der Kugel, wo wir drauf schauen. Ja. Bloß, dass das nochmal verinnerlicht ist, um was es da geht. Dass man das Prinzip, das sieht man jetzt schön, dass ich den Kegel aufkipp
Und dann krümmt sich diese Kugel, wenn es direkt geschlossen ist, hast du eine unendliche Ebene. Genau. Das ist die interne und die externe Hälfte. Wir haben es eigentlich mit Halbkugeln zu tun. Denk wieder an meinen Fragebogen. Du schaust, wenn du jetzt aus deinen Augen rausschaust, schaust du auf eine Farbbrille drauf. Das sind zwei Flächen. Ich bleibe mal, eigentlich sind es ja vier, aber mir bleiben mal die zwei Flächen, die klassische Farbbrille. Und du hast ja ein Gesichtsfeld, das sich vor dir aufkrümmt. Das ist, du schaust eigentlich in eine Halbkugel rein. Diese Ausbeugung. Gut. Das glaube ich, können wir soweit. Ich schaue mal, ob das zuklappen, ob das noch drauf ist. Ist ja das Trauma, eine Beule schlagen, Das oder? genauso ist es. Und wenn jetzt die genau parallel stehen, dann haben wir unendliche Ebene. Ja. Das ist, wenn die zu sind, ist es eine unendliche Ebene. Und jetzt mache ich das Bild nochmal. Und der Witz ist jetzt, was ich natürlich nicht kann, wenn ich hier den Spiegel, der jetzt hier gestrickelt ist, kann ich ja nicht nach innen klappen. Ich kann da nur rausklappen. Ich kann hier nur oben den Winkel öffnen, dass wir die Kugel kriegen. Wenn wir jetzt aber hier beim Reinklappen immer die Seiten wegschneiden, das ist jetzt hier praktisch, mache ich ja Dreieck, dann wirst du feststellen, dass aus dieser Kugel eine Innenkugel, weil du schaust in der Innenkugel zuerst rein, wenn man das zuklappt, und wenn ich jetzt diese Spiegel zu einem Dreieck mache, dass ich ihn reinklappen kann, das symbolisiert jetzt das, dann kriege ich ein Tetraeder und dann bist du praktisch in einer Innenkugel, die aus vier Seiten besteht. Das ist vorstellbar. Und jetzt kommen wir, das ist jetzt wichtig, dass man diese Grundlage hat, weil jetzt kommen wir eigentlich zum wesentlichen Punkt. Jetzt muss ich das nochmal machen. Das machen wir jetzt hier mal ein wenig größer, dass wir bloß diese Seite haben. Das wäre jetzt praktisch diese Kante, wo ich mit der Maus drüber fahre. Ist der Kantenspiegel, wo wir reinschauen, und wenn ich jetzt normalerweise hier ein Glas hinstelle, habe ich das Glas gegenüber, aber wie gesagt, nicht spiegelverkehrt. Und ich kann jetzt meinen Blickwinkel nur in diese Seite und in diese Seite reinmachen, und dann sehe ich praktisch dieses Glas von hier aus und von hier aus. Die zwei fallen dir aber überhaupt nicht auf, wenn du kerzengerade nach vorne schaust. Da musst du wirklich aus der Mittigkeit, aus dem symmetrischen Denken rausgehen. Und jetzt muss man wissen, dass also hier in dieser Kante, das genau genommen, wir denken an die gestrichelte Linie gerade, diese Nulllinie, die wir haben, des Eltern, das ist ja kein dahinter gibt. Der Witz dabei besteht, was ich jetzt hier den Sub sage, dass sich hier das Programm des Glases befindet. Das ist die reine Seinsmöglichkeit, das ist das Blaue. Ich sage immer, der Intellekt ist blau, der ist weder. Der Intellekt ist weder blau noch rot. Genau. Erinnere dich, rot geschrieben steht, es ist Geist, es ist in keinster Weise denkbar, der existierend. Alles, was wir uns existieren, erschaffen können, das heißt, dass wir uns das vorstellen können, ist blau. Das geht bis hin zu einem Gefühl, habe ich gesagt, dass du einen Hauch von einem Hunger empfindest, ist es schon eine Existenz. Es ist was Wahrnehmbares. Ein Programm ist weder rot noch blau. Ein Programm ist keine Energie, kein Geist, und es ist aber auch nicht irgendwas, was du kannst an das Wort Programm denken, das haben wir schon durchgespielt, du kannst dir DVD denken, du kannst dir Bündchen und Strichchen denken, Einsen und Nullen denken, was auch immer du dir denkst, das ist aber kein Programm. Das Programm ist schon eine Kollektion, du kannst wissen, was ein Programm ist, aber sobald du an das Programm denkst, hast du wieder Facetten. Das ist im Prinzip wie mit allen Sachen, du kannst wissen, was deine Küche ist, mein Küchenbeispiel. Du kannst aber kein Bild von deiner Küche machen. Sobald du mir ein Bild von deiner Küche zeigst, sage ich, das ist nicht deine Küche. Das ist ein Kühlschrank, das ist ein Herd, das ist ein Topf, das ist ein Fenster. Und die Dinge sind ja keine Küche. Es ist erst eine Kollektion von Bildern, ergibt ein Chat einen Überbegriff. Küche, Wohnung, Haus, Stadt. Das sind schon Chats, die bildlich gar nicht darstellbar sind. Diese Erkenntnis ist unendlich tief. Und jetzt ist es so, dass in dem Moment, das sind jetzt die ersten Schichten, was ich hier bringe. Ich sage immer wieder, wenn wir das jetzt nochmal durchlesen, kleinen Moment, bringe ich hier das Beispiel, da steht, ein Glas betrachtet, besteht aus vier Perspektiven von außen gesehen, der Glasboden unten, das wäre jetzt, wenn ich hier diese vier Seiten, die ich hier anzeichne, Ja.
Plus vier Perspektiven von außen gesehen, Glasboden oben. Wir können das Glas auf den Kopf stellen, dann hast du nochmal vier Perspektiven. Darum steht hier immer, das einmal auf den Kopf stehen, kann ich zweimal, wenn ich jetzt hier meine, wenn ich schreibe jetzt da drauf, 1, 2, 3, 4 und ich schaue mir die 4 an, habe ich die einmal regulär geschrieben und wenn ich das Glas auf den Kopf stehe, stehen eben die Buchstaben auf den Kopf. Ja. Und dasselbe haben wir nochmal, die gleichen 8 Perspektiven, die gleichen 8 Perspektiven, kann ich mir auch was denken, dass ich aus dem Zentrum des Glases herausschaue und dann sehe ich natürlich hier jeden dieser Ziffern spiegelverkehrt, weil ich ihn vorhin noch anschaue. Ja. Und dasselbe nochmal auf dem Kopf stehen. Genau. Das Spiel macht dann 16 Perspektiven aus, in Bezug auf ein Glas. Ja. Wenn ich jetzt aber hier im Zentrum bin, habe ich zuerst einmal den Gedanken an das Glas, wo 1, 2, 3, 4 draufsteht. Aber der Gedanke ist noch kein Gedanke, solange das nur im Zentrum praktisch auf der Datei ist. Ja. Sobald ich jetzt diese Datei öffne, sobald die aufplatzt um mich herum, kriege ich zuerst einmal in diesen imaginären Raum viermal dieses Spiel, das ich dann nochmal, das sind dann hier praktisch dieses 1 durch 16, ja. Weil diese ausgedachten Sachen befinden sich immer genau in dem Punkt. Und ich habe jetzt hier vier ausgedachte Mittelpunkte. Ja. Siehst du die? Das ja. heißt, ich kann immer nur an ein Glas denken, in das ich mich hineindenke. Ja. Und das macht es dann aus, dass ich 16 Außenperspektiven habe. Ja. Und die geben jetzt die 32. Okay? Ja. Aber was mir jetzt wichtig ist, dass, wenn du vor dem Spiegel stehst und in den Spiegel schaust, jetzt mache ich einmal ganz normal ein Redo wieder, dass mir das Reden angenehmer ist. Was habe ich da noch? Den Sephirotbaum, das müssen wir fast noch stehen lassen. Ich tue mal ganz kurz dich nochmal zurückschalten. So, jetzt müsst mich wieder haben. Ja. Wenn du vor einem Spiegel stehst, dann ist es definitiv, ich mache das einmal von der Seite. Das heißt, wenn ich hier stehe und hier reinschaue, ist es interessant. Ich habe so oft erklärt, dass du an den Spiegel gar nicht denkst. Der Rai ist der Kopf des Schöpfergottes. Das ist eigentlich letztendlich dieses rote, der rote Kopf, von dem ich immer rede. Alles befindet sich in dem roten Kopf. Dieses Innen und Außen ist letztendlich das hier. Sobald du an dich denkst, entstehen schon zwei. Ich könnte sagen, das, was du bist und das, was du zu sein glaubst. Der du zu sein glaubst, den du dir ausdenkst, das ist der Minusredo bei dir. Und der du bist, ist der Plusredo, der Rode. Ein blaues Ich, das du dir ausdenkst, ist im Hintergrund ein rotes Ich. Das ist einmal das Erste. Das heißt also genau genommen, befindet sich immer alles in den Nullpunkt. Und du hast halt immer eine Vorstellung, da bin ich so auch drauf eingegangen. Und jetzt ist es also so, dass dieser Ausgedachte, jetzt normal, wenn du vorm Spiegel stehst, der ja im Spiegel ist, der ist ja nicht hinterm Spiegel, das habe ich so oft gesagt, im Spiegel ist, die Illusion ist der Mittelpunkt, in den du dich jetzt hineindenkst, weil du denkst dich in das, ich sage einmal, in das Glas, in die Welle, wo du sagst, das bin ich körperlich, darum hast du den Eindruck, du schaust aus deinen Augen raus. Aber dieser Geist, wo ich sage, der hinter den Augen sitzt, der sich vor sich zwei Augen hindenkt, denkt sich in einen Kopf rein, das ist wie wenn du dich jetzt ein Glas ausdenkst und du denkst jetzt, ich stelle mir ein Glas vor, was sehe ich, wenn ich, unsere Tasse mit dem Henkel, was sehe ich, wenn ich aus dem Glas nach außen schaue? Ja, ja. Oder jetzt das Glas, wo wir außenrum, außen drauf schauen, 1, 2, 3, 4 an den vier Seiten. Was es übrigens nicht gibt, ist ein Oben und ein Unten. Das ist die große Schwierigkeit dabei. Du hast ja beim Würfel, hast du 8 Seiten. Und diese 8 Seiten, dieses Würfeldenken kommt mit einem raumzeitlichen Denken, weil man sich den Raum dreidimensional vorstellt. Und genau genommen ist ja dieser Oktaeder, wie wir das jetzt nennen, Entschuldigung, muss das anders angehen. Wir haben einen Tetraeder und dieser Tetraeder ist ja ein Vierflächler. Und der Würfel hat 8 Seiten. Und jetzt musst du wissen, der ist ein Sechsflächler, der Hexaeder. Und prinzipiell, wenn man von einem Hexaeder spricht, denkt man automatisch an einen Würfel. Und du weißt, wenn wir zurückgehen, wir können ja auch einen Hexaeder machen, also einen sechsflächlichen Körper machen,
ohne dass man an Würfel denken, wenn wir nämlich unseren Tetraeder denken und wir machen einen zweiten Tetraeder drauf und wir verbinden diese vierte Seite und dann haben wir praktisch diese drei, die drei, ich sage mal die dreieckige Pyramide, die drei, Entschuldigung, die dreiflächige Pyramide und wir setzen gespiegelt eine zweite dreiflächige Pyramide drauf. Das ist jetzt unsere Ecke. Wenn wir in die Ecke schauen, besteht die aus drei Flächen und wir haben gespiegelt eine Ecke oben und da gehört diagonal nach unten die andere Ecke dazu, die Zimmerecke. Und dann haben wir praktisch einen Hexaeder, einen Sechsflächler, der aber letztendlich fünf Kantenpunkte bloß hat. 1, 2, 3 und die zwei Außenpunkte. Der Würfel, da sind wir so oft drauf eingegangen mit den Hexagonen, bla 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 bla, will ich jetzt nicht so weit ausholen. Und das ist jetzt der Trick dabei, dass der Würfel immer noch, du denkst die vier Seiten und oben und unten, aber das oben und unten fällt weg, wenn du den Hexaeder mit dem Tetraeder aufbaust. Und jetzt ist es im Zentrum, das ist dieses Hüben-3 und Drüben-3, dass du definitiv immer in dem Moment, wo du dir was denkst, spannst du eine Gedankenwelle auf. Und wie gesagt, wenn du jetzt vorm Spiegel stehst, denkst du an dich, das, was du zu sein glaubst, und du hast das Spiegelbild. Du bist aber weder der Wellenberg noch das Wellental, sondern du bist das Dual, diese zwei in der Mitte. Und das sieht man hier nämlich richtig schön, wenn man hier diese Spiegelungen machen. Jetzt ist aber diese Vorstellung, bezieht sich letztendlich immer, dass wir das noch flächig sehen. Es wird wesentlich komplexer, wenn wir uns jetzt, wenn wir das darstellen können, dass wir uns in den Tetraeder reinsetzen. Und die vier Seiten, die sind jetzt, stell dir mal vor, du wärst in einem Tetraeder und du schaust ganz gezielt in den einen Dreieckspiegel, das sind ja vier Dreiecke, die dich umgeben. Du schaust in das eine Dreieck, dann schaust in das andere Dreieck, dann schaust in das andere, dann hast du praktisch vier Seiten von dir. Und jetzt ist es definitiv so, dass das unsere vier Quadranten sind im Einheitskreis. Dass ich immer wieder sage, du hast hier, wenn wir einen Kreis nehmen und wir machen ein Kreuz in den Kreis rein, das habe ich so oft erklärt, dann haben wir die vier Quadranten. Und wenn wir jetzt den Plus-Plus, der ja nicht denkbar, der ja nichts ist, die absolute Verbindung, wenn wir den rausschneiden, haben wir praktisch so einen Kreis. Uhr zeigt von 12 Uhr bis 3 Uhr und die Ecke 12 Uhr, 3 Uhr schneiden wir raus. Und wenn ich jetzt diese rausgeschnittene Ecke, wenn ich das zusammenklappe, dann kriegst du den eigentlichen Eckspiegel, wo ich so oft darauf eingegangen bin, wenn wir in einen Eckspiegel reinschauen. Das ist ein Kannenspiegel. Beim Kannenspiegel hast du die Eigenart, dass diese Drehung von rechts und links des Spiegelverkehrte beim normalen Spiegel, stehst du dir spiegelverkehrt gegenüber, beim Kannenspiegel bist du nicht spiegelverkehrt, es ist aber nur rechts und links richtig gestellt. Oben und unten bleibt gleich. Wenn ich jetzt den dritten Spiegel dazu mache und du schaust in so einen Eck, wirklich in einen Eckspiegel rein, ist rechts und links ausgetauscht und oben und unten ausgetauscht. Und so wie wir gerade an der Kante den Spiegel hinhalten und praktisch einen imaginären Spiegel dazu machen in dein Extern, ja, machen wir jetzt bei dem Eckspiegel, der aus drei Spiegeln besteht, machen wir, indem sich alles spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehen zeigt, machen wir nochmal drei dazu, der jetzt dieses Bild, das er reinspiegelt, wieder spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehen macht, aber das löst sich jetzt in sich auf, das Plus, Minus, und dann bist du wieder in dem Zentrum, aus dem das aufplatzt. Ja. Also das mit der Welle ist eigentlich sehr, sehr primitiv, wenn ich sage, ja, du musst wissen, dass das da mal drei aufgemacht werden und im selben Moment drei Minus entstehen in den Drehungen. Und das gibt dann auch den Wirbel. Ja. Wir in Gott, Wirbel, denk an das Auge des Zyklopen, im Zentrum ist absolute Ruhe. Das Zentrum ist nämlich ein idealer Punkt. Denk wieder, was ich immer noch als Linie mit den Wellen mache oder so mache, ist immer noch ausgedacht und ausgedehnt. Aber in einem absoluten Punkt kann sich nichts bewegen, weil für eine Bewegung, selbst für eine Drehung, brauchst du einen Radius. Das heißt, ich muss mir schon wieder eine Peripherie ausdenken, um hier eigentlich in das Spiel reinzukommen. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal durchdenken, wirst du feststellen, dass aus diesen 32, die in dem Moment ja schon wieder ausgedacht sind, 64 waren. Und jetzt muss ich das Bild nochmal übertragen, weil die 64 führen uns jetzt zu dem I-Ging.
Das ist ein Thema, bin ich auch vor vielen Jahren darauf eingegangen, weil das verschiedene definitorische Systeme sind. Aber ich übertrage mal noch mal ganz kurz den Bildschirm. Und zwar geht es mir hier jetzt um dieses Teil, um den Sephirot-Baum. Der klassische Sephirot-Baum, der ist jetzt natürlich schon unsere Darstellung, hat ja unsere 10 Sephira, da steckt das Wort Sphären schon mit drin, und 22 Wege für die 22 hebräischen Zeichen. Und da ist jetzt interessant, ich mache jetzt, springe mal ganz kurz hier, schau, ich habe hier verschiedene Darstellungen auf YouTube hergesucht, und das erste, wo ich schon was, da gibt es auch verschiedene Schulen. Schauen wir mal uns jetzt nur diese 22 Wege an, und du siehst hier schon, dass in dem Sephirot-Baum, da unten siehst du, dass die 22 Wege anders eingeteilt sind wie hier. Genau. Man kann immer alles noch mehr zerdenken. Und jede Schule, die eine einseitige Auslegung hat, sich jetzt wieder in den Kopf zerbrechen, ob diese Darstellung der 22 Wege richtig ist oder diese Darstellung der 22 Wege richtig ist, ist schon eine riesengroße Falle. Da musst du schon Oha sagen, wir haben schon wieder neue Perspektive. Wieso ich jetzt das Ganze erwähne, ich mache mal den hier, Moment, ich mache mal den, muss ich den Redo wegmachen. Wir bleiben mal bei dieser klassischen Darstellung, da gibt es nämlich eine, die baut mehr auf der Mystik der Kabbala, und dann gibt es eine, die baut mehr auf der Mystik der Rosenkreuz, also mehr aus dem Lateinischen kommend auf. Das macht den Unterschied aus. Die machen beide einen Sinn, die kann man beide logisch erklären. Immer dran denken, jede logische Erklärung, die du hast, ist ein alternatives Faktum. Genau. Wieder in Erinnerung rufen, was ist ein Faktum? Faktum von Fagere, tun, machen, handeln. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tat, eine Tatsache. Und die Tatsache besteht darin, dass du jetzt an irgendwas denkst oder irgendwas anschaust. Und dadurch heißt es in dem Wörterbuch aus ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Tausende Male erwähnt. Das heißt, alles, was du denkst, ist ein Faktum. Es ist eine Tatsache, es ist, weil du es denkst. Genau. Das Faktum besteht nicht darin, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von deinen Gedanken existieren würde, sondern dass das zu existieren beginnt, weil du es denkst. Das ist das Faktum. Und darum kannst du auch alternative Fakten erschaffen in Bezug auf ein und dasselbe Objekt. Okay? Und jetzt schau hin, was mir jetzt darum geht, ist, wir haben hier in der klassischen Kabbala, haben wir definitiv die 10 Sephira plus die 22 Zeichen, diese Verbindungsbrücken sind die 32. Was jetzt immer noch mit reinspielt, ist dieses Dart. Das nennen wir auch die 11. Sephira. Das wäre dann praktisch, wenn wir das machen, kommt hier zu diesen 32. Kommt noch mal einer dazu. Stimmt oder stimmt? Und der macht eigentlich letztendlich dann die Welle draus. Und das ist das hier. Ja. Das ist ja so ein die Dart, wo sich hier reinschiebt. Und das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Klassiker wieder nehme, wenn ich den aufmache, das Dart, das sich hier reinschiebt. Das, wenn man jetzt, heißt ja eigentlich, da steht da, das heißt, du wirst machen, du wirst etwas tun. Da ist ja das Wissen. Du erschaffst Wissen, das ist dein Wissen. Und das nennen wir ja die 11. Sephira. Jetzt ist aber 11 ist AI und das ist nichts. Siehst du? Ja. Das ist der eigentliche Schöpfergott. Das ist das Ding im Zentrum. Ja. Wenn wir jetzt unsere Einteilung nehmen, die ich hier vorschlage, dass ich sage, den Keter machen wir 0, ja, dann zählen wir durch, das ist die Weisheit, das wäre jetzt praktisch verbundenes Wissen. Ja. Dann haben wir Bina, das ist jetzt Trennung, wir kriegen die 2, okay, ja, in dieser Einteilung, das ist jetzt gespiegelt gedacht, normalerweise geht es ja dann zur 4, das läuft jetzt hier gerade runter, dann kommst du aus 2, wird 4, das sind diese 2, dieses aufgespannte Wissen ist immer eine Öffnung. Wenn wir das ja so stehen, da die 1 ist Synthese. Die 1, Synthese, Gebura, Chesed, Gebura, kommen wir dann in Differi, in die Quintessenz. Diese Quintessenz ist ganz, das ist eigentlich das Christusbewusstsein. Ja.
Da wird was aufgespannt, es wird zu einer Selektion, es wird zu einer Kollektion und das ist unsere Spiegelung. Und diese Spiegelung, das ist die Welt, die klassische Welt, die wir uns ausdenken, die logische Spiegelung. Und da sitzt jetzt ja unser Dart, das ist das Ei. Das sitzt genau in dem geistigen Licht, in dieser Nullpunkt-Mittellinie. Ja. Man kann das vielfältig wieder die Perspektiven verschieben. Aber was hier klar sein sollte, das ist eigentlich hier das Shin, diese vier Spinnen, das ist das Zentrum von unseren vier Quadranten. Und da haben wir jetzt diesen D-Eck, das heißt jetzt Dalet, die Tür ist geschlossen, ein geschlossenes Eck, der Plus-Plus, der geht jetzt zu dem Ich Bin, das ist jetzt Plus, wäre jetzt Plus-Minus, das heißt, da ist ein Geist, der aber sich so selber durch die Visionen in seinem Bewusstsein zu einer Ich-Person, zu einem Minus-Minus macht, Mensch, Körper, Bilder. Das unten bei 6, wenn das ein Uhrzeichen wäre, bei 6 Uhr, wenn wir von der Minus kommen, ist die 6 ja aufgespannt und genau an dem Punkt schließt sich das dann und jetzt fällt das Ganze wieder in das Programm rein, das zwar jetzt was Ausgedachtes ist, das ist aber weder rot noch blau. Ja. Das ist doch die Bubu-Linie, wenn man das Farbenspiel anschaut und kehrt wieder zurück zu dem Rot bei 3. Und das, wenn du jetzt machst in dem Spiel, immer dran denken, wenn du dir was ausdenkst. Moment, immer wenn du dir was ausdenkst, ist das Ausgedachte schon wieder eine Information. Selbst ein ausgedachter Gott, sage ich ganz schlichtweg und einfach, ist ein Geschöpf von irgendjemandem, der sich Gott ausdenkt. Und wenn man das einmal wirklich installiert hat, merkt man, wie hartnäckig man sich ständig selber narrt. Darum sage ich, im Alltagsbewusstsein ist das Hauptproblem, du musst keine Wörter aufhängen können, du musst das nicht wissen. Es würde mir vollkommen reichen, wenn du dir jeden Moment bewusst bist, was jetzt wirklich da ist. Ob du in einer Welt der Interpretation lebst oder ob es wirklich da ist. Ob es Konstrukte sind, die du mit deinem Schwamminhalt, mit deinem Intellekt in dir verwirklichst, weißt du nicht wagst, loszulassen. Und jetzt ist die Genauigkeit, dass ich immer sage, du kriegst Reizauslöser, wir können Gedanken, die in dir auftauchen, das ist ja unsere 200 Gramm Rote, jede Form sich um, können wir in zwei Hälften teilen. Es ist einmal ein Reizauslöser, auf den du keinen Einfluss hast, wenn jetzt zum Beispiel das Telefon klingelt oder das Internet abstürzt oder was auch immer. Und dann hast du eine Reaktion auf den Reizauslöser. Interessant ist dabei, dass ein Reizauslöser auch ein von dir gedachter Gedanke sein kann. Ja, klar. Wenn dir jetzt zum Beispiel was einfällt, zum Beispiel, dir fällt jetzt spontan ein, in dir taucht der Gedanke auf, ich könnte jetzt zum Essen gehen. Das ist ja nichts, was du ganz bewusst gemacht hast. Das ist, ob es Telefon klingelt oder dir der Gedanke einfällt, spielt dabei keine Rolle. Und du wirst jetzt auf diesen Reizauslöser, den du selber gedacht hast, du denkst übrigens auch das Telefonklingeln aus, wirst du reagieren mit, ja, wo gehe ich hin? Ich sage dann immer wieder so schön, ich war schon lange nicht mehr beim Kriegen. Das ist jetzt eine Interpretation und dann reagierst du sofort wieder auf die Interpretation und da habe ich wieder so einen Knoblauchgeschmack im Mund. Irgendwas kommt dann und du kannst das beobachten. Du kannst da beobachten, jetzt im letzten Gespräch, was mir so wichtig ist, dass deine logischen Erklärungen sehr trügerisch sind. Dass ich jetzt sage, okay, du drehst jetzt den Kopf zur Türklinke hin, durch das Kopfdrehen verändert sich der Inhalt deiner VR-Brille. Das Problem ist, den Kopf drehst du nicht, weil in deinem Alltagsbewusstsein denkst du nicht an deinen Kopf und an deinen Kopf, den man nicht denkt, das ist der rote Kopf, der kann sich auch nicht drehen. Ja. Wichtig. Ja. Eigentlich spielt sich ja alles in den roten Kopf ab. Ja. Und diese illusionäre Bewegung, wie ich es letzte Mal gesagt habe, wenn wir die Kamera drehen, dass letztendlich was passiert, dass du vollkommen diese Bewegung, wo du hier hast, dass sich auf dem Bildschirm, der jetzt vollkommen statisch vor dir ist, nichts auch nur einen Millimeter bewegt. Es sind statische Lämpchen, die nur ihre Helligkeit verändern. Das ist es. Gibt es Bewegung, ohne dass sich was bewegt? Wenn du das verstanden hast, dann hast du die Kategorie 2 überwunden. Dann wirst du immer mehr dual. Du wirst begreifen, dass das, was sich in dir abspielt, jetzt haben wir schon, das Spiel beginnt ja schon mit SBI. Das raumzeitliche Wissen deines Intellekts streicht man jetzt
Nicht indem wir es wegmachen, sondern wir machen zu dem blauen SBI, das übrigens meine Schwelle heißt, Chin-Welle heißt meine logische Welle, machen wir das rote SBI dazu. Das Bewusstsein ist die Weisheit Gottes. Und die Weisheit wiederum, das ist dieses angeblich weiße Licht in der Lampe in unserem Diaprojektor, in unserem Videobeamer, wie ich das nenne. Jetzt ist dieses Weiß wiederum physikalisch hier alle Farben gleichzeitig. Dieses Aufbrechen nach Newton ist eins von vielen Denkmodellen. Du weißt, wie oft ich auf die Farbenlehre eingegangen bin, wie viele verschiedene Farbenlehren es gibt. Und die widersprechen sich. Und ich sage, solange du in einem Glaubenssystem hängst, das im Widerspruch zu einem anderen Glaubenssystem steht, ist dein Glaubenssystem unvollkommen. Es gibt nur ein absolut vollkommenes Glaubenssystem und das ist Holofeeling. Weil Holofeeling besteht aus allen überhaupt möglichen Glaubenssystemen und da gibt es viel, viel mehr, wie die jetzt nur ansatzweise bewusst ist. Und jetzt kommt der große Hammer, die sind alle in dir drin. In diesem einen Punkt, weil ich in dir drin bin. Und wir gehen jetzt weg dem Weg von der Vielwisserei, was ich immer wieder sage, in diese Vereinfachung. Ich meine jetzt, wenn ich sage, ich rede von Vereinfachungen ist es keine Minderung, sondern immer wieder gespiegelt denken, eine Maximierung des Ganzen. Und der eigentliche Schlüssel besteht darin, dass du akzeptierst, dass du jetzt träumst. Dann ist es, wenn du im Traum ans Internet gehst und du machst die Internetseite aus, wo kommt die her, wenn du jetzt im Traum bist? Die muss aus einer größeren Tiefenschicht mehr dem Zentrum näher sein. Und darum wiederhole ich dann immer wieder, dass ich sage, wenn ich jetzt einmal einfach die Demut besitze, zu sagen, das ganze Wissen, das ich jetzt meiner Menschheit zuspreche, symbolisiert Basic, Betriebssystem. Und damit meine ich nicht das, was du weißt, sondern das ist ja schon, wenn du dein Wissen betrachtest, hast du zuerst einmal, du denkst dir gewisses Wissen in die Welt und davon weißt du ein bisschen was. Und die große, absolute, große Masse von dem Wissen in deiner Welt, zum Beispiel die vielen Sprachen, die vielen Einzelleben der Menschen, jeder Mensch, den du dir jetzt denkst, ich bleibe mal bei den 7 Milliarden, musst du wissen, jeder einzelne Mensch von den 7 Milliarden hat genauso ein komplexes Leben wie du selbst, weil du einer davon bist, angeblich. Die ganzen Fachgebiete, die ganzen Religionen, es ist, ich benutze mal das Wort unendlich viel Wissen. Und das symbolisiert die Fähigkeit von einem Computer mit Basic-Betriebssystem. Und wir wissen den Unterschied jetzt zwischen Basic und was mit Windows möglich ist. Und jetzt, wenn ich sage mit Holofeeling, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, ein sehr wichtiger Satz. Wir reizen zuerst einmal dein Basic aus. Wir brauchen doch gar kein höheres Betriebssystem. Du hast überhaupt keine Ahnung, was du mit deinem jetzigen möglichen Wissen deiner Menschheit eigentlich alles denken kannst. Wenn du dich einmal davon löst, um einseitige, sich widersprechende Standpunkte zu streiten. Das ist ja das große Problem, dieser einzige Streit um Standpunkte. Weißt du, das ist jetzt auch so eine Sache, das Pixelmännchen, kann das weggehen oder nicht weggehen? Das ist, hast du aufgepasst, wie du jetzt interpretiert hast? Das ist ja, Redo ist Redo. Aber was ist jetzt Redo? Doch nur, das sind jetzt, haben sich die Lämpchen auf deinem Monitor verändert. Aufgrund eines Geräusches, Klingelingeling Beispiel. Reaktion. Hat jetzt der Redo reagiert oder du? War es für dich logisch oder für den Redo logisch? Kann für einen Gedanken was anders logisch sein, wie du dir das in die Kiste reindenkst, wie der Udo das immer nennt? Das Einzige, was dabei Angst macht, ist, dass man zuerst allein wird. Absolut allein. Und das packe ich in den Satz, dass ich sage, ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Dieser Geist ist der Einzige, der seinen Traum erlebt, aber er erlebt nur seinen Traum. Gibt es andere Träume? Ausgedachte Träume sind keine Träume. Genau. Es gibt in einem Traum nur einen einzigen Intellekt, der den Traum steuert. Könnte ich wieder sagen, wenn du jetzt an den Kopf denkst, ist es wie wenn du an eine Kiste denkst. Du denkst dir Kiste und ich frage dich, was ist in der Kiste drin, die du jetzt denkst, dann wirst du feststellen, in der Kiste ist erst was drin, wenn du dir in die Kiste, die du dir denkst, was reindenkst. Bis dato ist es eine Blackbox. Setzen wir jetzt für das Wort Kiste Kopf und ich sage, was ist in den Kopf drin, den du dir jetzt denkst, was du zuerst einmal sagen, ein Gehirn. Und du merkst, jetzt bist du schon wieder einseitig. Du hast das Prinzip noch nicht verstanden. Dieses Prinzip ist der Weg in die Freiheit.
Und der Weg in die Freiheit erfordert, dass du deine Logik verletzt. Wie ich immer wieder sage, Freiheit beginnt, wenn du von dem logischen Denken, den Gleisen oder den Bahnen deiner Logik, das Autobahnbeispiel, wenn du die verlässt. Du musst was Unlogisches zulassen oder ganz bewusst unlogisch denken. Und jetzt kommt die nächste Falle. In dem Moment, wo dir das, was ich jetzt gerade erklärt habe, logisch erscheint, dass der Weg in die Freiheit nur über ein Zulassen von Unlogik oder etwas Unlogisches tun führt. Und du machst jetzt das, weil du in die Freiheit willst und du weißt, der einzige Weg führt, unlogisch zu sein. Über das Unlogischsein. Kaufmannsdenken. Und in dem Moment ist alles, was du unlogisch tust oder zulässt, schon wieder logisch, weil du dir Belohnung ausrechnest. Das ist dieses perfekte Gefängnis, wo du immer wieder reintappst. Drum ist das Einzige wirklich, fordere dein Wille geschehen. Ja, genau. Nicht einmal die Gedanken dir darüber machen, ob jetzt das für dich logisch oder unlogisch ist, sondern einfach, du merkst, es schreit was in mir auf, das will ich nicht und du lässt es trotzdem geschehen. Ohne Kaufmannsdenken. Ja. Weil du im tiefsten Innern jetzt als rotes Ich erkennst, das ist der einzige Weg, dieses Gefängnis, in dem du dich ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang selbst eingesperrt hast, um diesen Weg zu verlassen. Ja, wenn du das kannst, bist du der größte Magier aller Zeiten. Und der musst du noch werden. Ja. Und solange du das nicht bist, wirst du leiden und wieder dich freuen und wieder leiden und wieder dich freuen, so wie es hell wird und dunkel wird und hell wird und dunkel wird und du wirst krank werden und du wirst wieder ein bisschen gesund werden und krank werden. Das kann sich natürlich dann immer mehr in die eine Richtung zuspitzen, bis dann eine Notabschaltung kommt. Das heißt, dann bist du gestorben, aber du wirst im selben Moment bloß wieder wach, aber nicht wach auf einer höheren Ebene, sondern bloß wieder in einer anderen Traumwelt, wo du deine immer wieder dasselbe Problem, die Aufgabe, die du zu lösen hast, in einer anderen Form vorgelegt bekommst. Und die unbewusste Inkarnation, oder? Ja. Jetzt ist die unbewusste Inkarnation. Das ist das, wo die asiatischen Länder dieses Wiedergeborenwerden Angst haben. Ja. Und ich sage immer wieder, wenn du das positiv machst, ist es, jedes Leben ist ein neuer Film, den du dir anschaust. Das überhaupt kein Problem ist, wenn du als träumender Geist, was mir selber, ich, der den Film sieht und erlebt, mir kann ja sowieso nichts passieren. Und dann, mein altes James-Bond-Beispiel, dann will ich wirklich einmal spannende Rollen spielen. Und mich immer wieder von mir, von meinem eigenen höheren Selbst überraschen lassen, wie ich aus diesen kniffligen Situationen wieder rauskomme. Das ist diese Genialität dieser Filme, wo du dann immer ganz überrascht bist, außer du bist normal. Dann so sagst, das gibt's ja nicht. In der Wirklichkeit. Filme mit Happy Ends sind Kitsch. Weil die Wirklichkeit, da gibt es keine Happy Ends. Wir werden alle am Ende sterben müssen. Ich sage gerade, das Ende ist aber hier und jetzt und esst die Erben, raumzeitliche Erscheinungen erbst du von Augenblick zu Augenblick. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht so wirr. Ich merke, ich habe aber ein gegatzt, die Schwierigkeit mit dem ganzen Licht nicht vom Reden her, sondern meine Schwierigkeit ist, dass ich so brutal viel in mir drin habe und ich muss immer wieder innehalten, weil ich merke, wenn ich das jetzt rausschwall, kommst du überhaupt nicht mit, das zu reduzieren, mich selber ausbremsen. Aber immer daran denken, wenn du das nicht verstehst, ich habe jetzt etliche Male an unseren Stammtisch wieder normal raumzeitlich gesprochen, gesagt, Leute, ihr stürzt euch so rein in das Aufwächern und in das Komplexe. Wenn man neugierig ist, lernst du, ohne Frage. Aber es nützt dir nicht das Geringste, wenn du die einfachen Regeln einfach ignorierst. Mach dir die einfachen Sätze bewusst. Immer wieder, was ist jetzt? Was ist mit Corona? Wo war jetzt die ganze Zeit der Coronavirus? Mach dir bewusst dieses Chaos, dass du eigentlich innerlich einen ganzen Schritt in deiner geistigen Entwicklung weiter bist, wenn du keine Angst mehr hast, sondern dich eigentlich freust, dass endlich wirklich einmal was Elementares passiert, wo diese Scheißdreckspolitiker keinen Einfluss drauf haben. Ganz genau. Die Sinnflut, es ist Sodom und Gomorra, die Sinnflut lässt sich nicht aufhalten. Diese unendliche Verlogenheit. Und was du feststellen, was das Hauptproblem ist, der Gottesmaterialismus ist das Geld. Es ist nur, das größere Problem sind nicht die Kranken oder die Sterben. Ich sage Enosch, sterbliche Menschen sterben sowieso. Die lösen sich schon auf, wenn du sie nicht denkst. Aber das Chaos durch Verdienstausfälle, das eine greift in das andere, wo ich sage, selbst das schulmedizinische System,
Da hat heute Morgen wer reingestellt hier mit die Virenvermehrung und so weiter und so fort. Es ist doch nur, wo ich sage, egal welches Buch du mir zeigst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo was anders behauptet wird zum selben Thema. Das gilt übrigens für jeden Fachmann, jeder Fachmann, den du jetzt in dir wachrufst, meinetwegen als Bitzelmännchen, weil du dich informierst oder ausgedachterweise, weil du Fachbücher in die Hand nimmst. Dir muss eins klar sein, jetzt bewusst ausgedacht. Jeder dieser Bitzelmännchen oder Schreiber dieser Bücher plappert genauso noch. Absolut. Jeder arbeitet nur mit angelesenen Zahlen. Die Zahlen stimmen, die Zahlen stimmen. Hast du es überprüft? Kannst du es beschwören? Und ich wiederhole nochmal, solange du Sachen dich hundertprozentig sicher wähnst, weil du das glaubst, dass das stimmt, und du beschwörst es, schwörst du an Meineid, und solange du Meineide schwörst, wirst du leiden, bis in alle Ewigkeit, weil ewig bist du. Selbst wenn du jetzt nicht glaubst, dass du nicht ewig bist, bist du trotzdem ewig. Die Tatsache, dass du mich jetzt sprechen hörst, ist ein Zeichen, dass du Geist bist, dass du ewig bist. Und die, die du dir ausdenkst, selbst wenn einer behauptet, ihr hört mich sprechen, weil man jetzt mehrere Menschen auf dieser Brösel, auf dieser Scheinwelt ist, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals eine Figur im Traum. Den Satz musst du installieren. Und versuch das bitte nicht irgendeiner Figur in deinem Traum zu erklären. Es macht nur Ärger, außer du hast eine winzige Facette von dir, aber die sind wirklich rau. Meine berühmten 100 Affen, war wenig schon wieder. Jetzt lassen wir es gut sein. Wieder, du weißt Bescheid, schaust da an, wenn es was ist, stellst es rein. Wenn ich zu viel klar gegatzt habe, dann machst du es raus. Das Gatzen ist übrigens auch ein schönes Wort. Danke. Ciao. Ciao, Udo. Danke.